Ich habe einen Becher Kaffee in der Hand. Ich habe einen traumhaften Schal, den mir meine Tochter gemacht hat. Deswegen trage ich ihn auch und ich sitze mit Bastian Bolle zusammen und wir reden heute mal ein bisschen ausführlicher über die Suche nach Mitarbeitern. Also wir wissen ja alle, Bastian Bolle, der schöne Garten, da sitzt er, sucht Mitarbeiter, aber wir gehen mal ein bisschen näher drauf ein, haben wir gerade gesagt, was suchst du denn als Mitarbeiter? Du suchst ja nicht irgendwie einfach nur so, sondern es sollte ja schon... Ja, wir suchen aktuell ausgebildete Landschaftsgärtner oder auch Landschaftsbaumeister, die uns auf den Baustellen bei der Umsetzung der Baustellen unterstützen, sprich in der Rolle desjenigen, der die Baustelle vor Ort leitet und vor allem viel auch in Absprache mit dem Kunden regeln kann, unterstützt durch die Bauleitung von mir oder von meiner Schwester. Das ist aktuell das, was wir suchen, händeringend. Damit hat er das Ganze mal so ein bisschen umrahmt. Mit einem Herzchen. Mit einem Herzchen sogar, ja genau. Ich möchte jetzt aber so ein bisschen darauf eingehen, in unserem Vorgespräch haben wir über flache Hierarchien gesprochen. Also ja. Bastian hat zu mir gesagt, ja bei uns herrschen ja auch flache Hierarchien. Das ist ja so ein Spruch, den man immer einfach so sagt. Aber ich dachte, ich frage dich mal, was bedeutet das bei dir im Unternehmen, flache Hierarchien? Also eins ist natürlich schon mal von der Landschaftsbaustruktur her von vornherein gegeben. Es wird auf der Baustelle gearbeitet und ich als, ich sage mal, Chef bin ja nicht dauerhaft vor Ort. Das heißt, da müssen Entscheidungen selbstständig getroffen werden. Das alleine führt schon dazu, dass wir, sage ich mal, in den Entscheidungsprozessen relativ flache Möglichkeiten haben, weil ich einfach mich darauf verlassen muss, dass vor Ort schon mal vernünftige Entscheidungen getroffen werden, ohne dass ich ständig daneben stehe und sage, es wird so gemacht und so gemacht. Das heißt, da an der Stelle gibt es schon mal keinen sehr starken Entscheidungsdruck von oben nach auf die Baustelle runter. So, das ist schon mal ein Punkt. Also nicht morgens gesagt, zack, 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 zack. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann oder wollt, ich mache das jedenfalls für euch. Das ist bei dir eben nicht so. Sondern genau. Da sind eben die Eigenverantwortlichkeiten dann ja doch schon groß geschrieben. Da sind wir nämlich bei dem nächsten Stichwort, wenn ich das richtig im Kopf habe, nämlich Eigenverantwortlichkeit. Was heißt das genau bei dir? Eigenverantwortlichkeit bedeutet natürlich in dem Zusammenhang, dass man sich schon mal selber ein bisschen organisieren muss, sich überlegen muss, was wird am nächsten Tag auf der Baustelle benötigt, was wird auf der Baustelle an Tätigkeiten ausgeführt am nächsten Tag oder auch an dem Tag, an dem man da ist, kurzfristig, dass man Entscheidungen, die getroffen werden müssen, schon mal vorbereitet, wenn es Entscheidungen sind, die nicht auf der Baustelle direkt getroffen werden können oder nicht eigenständig getroffen werden, wo ich dazugeholt werde für eine Entscheidung, die aber dann schon vorbereitet ist, dass da schon eine Lösung parat liegt, weil man sagen kann, okay, das ist der Lösungsansatz, dann setzt man sich kurz zusammen oder stellt sich zusammen und überlegt zusammen, wie ist die beste Möglichkeit, das Problem zu lösen. Und da eben schon Input zu geben, das ist eigentlich ganz wichtig, weil ich bin ja jetzt nicht derjenige, der über allem hinwegfliegt und immer alle Entscheidungen treffen kann. Das geht ja gar nicht. Das wird ja völlig verrückt. Also wir hatten das vorhin an so einem schönen Beispiel festgemacht gehabt. Dazu gesagt, es gibt eine Aufgabenstellung, ein Problem an einer Baustelle. Und dann gibt es einen Anruf. Hier, Chef, ich habe ja ein Problem. Dann setzt du dich ins Auto, fährst dahin und dann gehst du wieder dran? Naja, dann frage ich natürlich immer als erstmal, was ist das Problem? So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die Frage, was für eine Lösung ist schon da? Also derjenige, der mich anruft und sagt, ich habe ein Problem, ich kann das gerade nicht alleine entscheiden, der kennt das Problem ja erstmal schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde länger als ich. Das heißt, der hat ja schon Lösungsansätze im Kopf. Die werden erstmal abgerufen. So, und meistens ist die Lösung dann schon klar. Manchmal habe ich dann vielleicht noch einen Einwand oder eine Verbesserung oder aus meiner Perspektive noch Sachen, wo ich sage, da kommen Konsequenzen, die müssen wir anders entscheiden. Aber eigentlich sind, sagen wir mal, 90% der Fälle ist die Entscheidung dann schon relativ klar. Das wird dann vielleicht nochmal kurz in einem gemeinsamen Gespräch optimiert und dann ist das Thema eigentlich schon meistens vom Tisch. Und das ist eben auch das, was ich mit Eigenverantwortung und mit flachen Hierarchien meine. Wenn wir das gerade mal nehmen, flache Hierarchien, Eigenverantwortung, kommen wir dann ja auch dazu, dass man ohne weiteres so jemand Lust hat, eben dann auch so eine Baustelle selbst leiten und führen kann. Ne? Also wenn man auf einmal merkt, oder das ist eine grandiose Arbeitsstelle, hier kann ich mich entwickeln, eben bin ich nicht darauf angewiesen, dass mir andauernd gesagt wird, sondern das ist mein Kopf gefordert. Dass man auch sagen kann, ich mache nicht nur diesen Bereich, dem ich zugeordnet bin, sondern darauf kann ich aufbauen und kann auch Mitarbeiter unter Umständen vielleicht mal führen. Ja, im Grunde genommen findet das relativ schnell ja auf der Baustelle statt. Dann hat man jemanden mit und muss dann sich darum kümmern, dass die Arbeit verrichtet wird und hat dann natürlich auch schon eine gewisse Führungsaufgabe. Das einzuteilen, wer was dann macht, gehört dazu. Und
je nachdem, wie das funktioniert, gibt es natürlich dann immer Optionen. Die Baustellen werden größer, wenn das gut funktioniert, die Aufgaben werden anspruchsvoller, die Aufgabenstellungen werden komplexer, dass man dann mehr Einmessarbeiten machen muss und sich mehr auch mit dem Kunden auseinandersetzen muss, da vielleicht auch vor Ort Entscheidungen treffen oder Absprachen mit dem Kunden treffen kann, wenn man das möchte und das gut funktioniert. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und wir sind ja im Privatgartengeschäft tätig, das heißt, wir haben von vornherein erstmal auch einen sehr hohen Anspruch an den Kundenumgang, weil die Leute wollen was Gutes erleben, wenn wir da bauen, und wollen nicht hinterher sagen, ja, das Ergebnis stimmt, aber der Prozess war nicht gut. Also das bedeutet ja auch, dass eigentlich eine Kundennähe da ist. Ne? Auf jeden Fall, ja. In also vielen sich Fällen mit dem Kunden so abzusprechen, ja, und zu sagen, hier, das ist gerade die Aufgabenstellung und habt ihr noch eine Ergänzung dazu? Ja. Also das ist auch ganz nah mit dran am Kunden. Ja, und vor allen Dingen eben auch auf Kundenwünsche und auf Änderungen im Bauprozess einzugehen, wenn der Kunde dann noch zusätzliche Wünsche hat oder Veränderungen in dem eigentlichen Plan hat, dass man darauf reagieren kann. Und dann kann man vieles selber entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja Unternehmen, die sagen, du hast von morgens bis abends dieses und jenes zu tun. Also ich höre hinter mir die Autobahn, da sind immer wieder mal Menschen, die da stehen und dann immer mit dem Bzzz immer das Abrasen, abtrimmen, Rasen, trimmen, wie auch immer. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das wiederholt sich immer fort und immer fort. Und ich könnte mir eben auch gut vorstellen, dass gerade bei dir, dadurch, dass man gefordert ist, eigenständig, selbstständig entscheiden zu können, vielleicht doch mal ein Wechselgedanke sein kann, wenn euch das vielleicht auf den Keks geht, immer nur diese klaren Strukturen. Aber du brauchst auch definitiv Leute, die fachliche Ausbildung haben. Ja, wir brauchen Leute, die fachliche Ausbildung haben. Also es gibt natürlich immer auch Leute, die Quereinsteiger sind und die das können. Es ist aber eigentlich schon, also mindestens einen handwerklichen Hintergrund brauchen wir unbedingt. Das geht gar nicht anders. Und dann ist halt die Phase, bis man in der Eigenständigkeit kommt, länger, wenn man bereit ist, sich das anzueignen, was wir brauchen. Aber kurzfristig brauchen wir vor allen Dingen Landschaftsgärtner, die Erfahrung haben. Im Idealfall mit Privatkundenkontakt ist aber nicht zwingend erforderlich. Das kann man lernen, das kann man hier auch sich aneignen. Führerschein, also in der Vorarbeiterrolle oder in der Baustellenführungsrolle ist ein Führerschein eigentlich zwingend erforderlich. So. Anhängerschein? Wir bezahlen dann den Anhängerführerschein, dass wir die Baustellen vernünftig beschicken können. Aber ein Pkw-Führerschein sollte dann mitgebracht werden. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn man zur Baustelle fährt, muss man irgendwie sein Auto bewegen können. Möchte ich das Ganze nochmal so abrunden. Der schöne Garten ist ja in Göttingen angesiedelt. Das heißt auch letztendlich, die Arbeitsstelle, die es zu bedienen gibt, ist hier in Göttingen. Ja. Und der Tagesablauf betrifft Göttingen und Umfeld. Keine Kolonnenarbeit. Morgens raus und am Wochenende wiederkommen? Nein, wir machen keine Montagearbeiten, dass wir die Woche über woanders sind. Wir haben hier einen definierten Radius von 45 Fahrminuten. Ich sage mal, 80% der Baustellen sind innerhalb von 20 bis 25 Minuten erreichbar. Also sehr familienfreundlich. Ja, also wir haben, was im Bau ja häufig der Fall ist, mit Montage und extrem langen Fahrzeiten, dass man jeden Tag eine Stunde hin und zurück fährt. Das haben wir nicht. So wollen wir auch aktuell nicht. Gut. So. Dann schließen wir das jetzt mal, weil ich glaube, das hat einiges gebracht an Informationen, die wichtig sind. Wenn euch jemand über die Füße läuft, den ihr kennt, der wieder jemand kennt, oder vielleicht ist es sogar euer Ehemann, euer Ehegespinst, euer Lebenspartner, bitte nicht zu eng sehen in der Begrifflichkeit, dann könnt ihr euch einfach mal an Bastian Bolle wenden. Genau. Der ist ja verlinkt im Beitrag, also einfach nur draufklicken, Kontakt aufnehmen, über PN oder wie auch immer, anrufen, ist alles dort ja zu finden, um sich zu informieren, einfach zu sagen, ich möchte mich bewerben. Ohne großen Aufwand, einfach melden, Telefon, E-Mail, also da brauchen wir jetzt keinen riesen Halligalli von zu machen. Und dann trinken wir einen Kaffee zusammen und dann guckt man, ob man zusammenkommt oder eben auch nicht zusammenkommt. Das ist ja auch in Ordnung. Also dann muss man einfach gucken, ob man da irgendwie weitergehen kann oder eben auch nicht. Das ist auch nicht schlimm, hat ja keiner ein Gesicht zu verlieren. Also ich bin da sehr entspannt. Einfach mal melden. Wir werden jetzt aufhören. Ihr kriegt ja mit, da ist die Sonne im Moment. Aber wenn ihr wüsstet, was gerade auf uns zukommt an Wetter, wir werden das jetzt beenden. Ich trinke noch schnell mal einen Kaffee auf. Euch sage ich tschüss. Ne? Einfach dran denken. Informiert euch, informiert andere. Tschüss. Tschüss.